Und dann habe ich mir nur noch so, was Schauspieler angeht, ein Funfact aufgeschrieben. Und zwar erinnert ihr euch in der letzten Staffel, wo diese Sideflash, wie haben wir es genannt? Flash-Sideflash? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute mal im Just-Chatting-Bereich. Das ist fast Premiere, das zweite Mal. Wir erinnern uns, wir hatten die schöne Disney-Liste, die wir erstellt haben, wo wir uns am Ende alle einig waren, dass sie so, wie sie da gepostet wurde, richtig ist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich sehe Copradora schon im Chat aktiv und ich sehe auch, der ein oder andere ist da. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir einiges vor. Ach, Louis winkt auch gerade neckisch in den Chat. Hallo. wir haben heute einiges vor. Das, was wir als erstes machen, sage ich zuletzt. Wir werden heute Abend No Man's Sky spielen. Eventuell geht es auch schon am Nachmittag nachher los. Wir schauen mal. Dazwischen denke ich, also wir werden es in einer großen Gruppe spielen, beziehungsweise in einer großen Gruppe zu viert werden wir es spielen, mit den Kollegen vom Seriensofa, mit Sven, Olli und Felix, werden wir da zusammen reinschauen. Für mich wird es der allererste Ausflug nach No Man's Sky gehen. Vielleicht gucken wir nachher auch mal gemeinsam schon mal einmal in den Einzelspielermodus rein. Können wir mal nachher zusammen entscheiden, ob wir da Lust drauf haben. Ansonsten ist der Plan, heute nochmal ordentlich ein paar Stündchen RimWorld zu ballern, denn wir wollen weiterkommen in unserem Safe, wir wollen dem Planeten den Rücken kehren, wir wollen Mo Maffelo den Lungenkrebs entfernen und eine echte, beziehungsweise eine künstliche Lunge einsetzen. Soweit der Plan. Und was machen wir jetzt vorher? Hört mal. Ich weiß gar nicht, ob man sowas Mikro hört. Ein ziemlich knarrender Schreibtischstuhl und einige von euch wissen es ja schon. Ich habe einen neuen Schreibtischstuhl, meinen allerersten Gaming-Chair mit Anfang 30, wenn man sonst keine Probleme hat. Und freue mich sehr, den jetzt aufzubauen. Und ich habe im Discord umhergefragt, ob Interesse besteht, dass ich den Stuhl online im Stream aufbaue. Und ja, die Resonanz, also ich sag so, ich wurde zu gezwungen, ich kann mich gar nicht wehren. Es wurde verlangt. Und deswegen gehen wir erstmal direkt ins neue Overlay, wo ihr ein bisschen mehr vom Raum seht. Denn wenn ich aufbaue, kann ich das leider, das finde ich wirklich schade, nicht am Rechner machen. Hey Meister Tut, schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen. So, und hier, das ist der richtige Finger, seht ihr schon, da steht der Karton. Ich sage gleich, ich bin nicht talentiert im Zusammenbauen, aber ich bin auch nicht so schlecht, wie ich gemacht werde, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall das probieren. Bin nebenbei Schule machen. Ja, gar kein Ding, Meister Tut. Ich glaube, das ist perfekt gerade zum Lurken, denn so viel wird nicht passieren. Ich hoffe einfach, ich drücke euch, mir und allen anderen die Daumen, dass jetzt der Just-Chatting-Teil mit dem Aufbau des Gaming-Shares keine 2 Stunden einnimmt. Wollen wir einfach zusammen hoffen, dass das klappt und ja, mal sehen, ob es ein Rage-Quit gibt. Davor habe ich auch ein bisschen Angst, aber nein. So, hier, das lasse ich offen. Ich gucke, ihr müsst mir dann mal gleich Rückmeldungen geben, falls ihr mich gar nicht hört oder so. Ich werde jetzt das Mikro, die Empfindlichkeit ein bisschen höher schrauben, dass mich das auch, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, gut hören kann. Meister Tut, 24-Stunden-Stream heute nur Stuhl aufbauen. Das wäre auch nicht, eigentlich hätte ich mir für einen 24-Stunden-Stream aufheben können, dann wäre der gefüllt gewesen. Da auch nochmal das Update ganz kurz in die Runde. Danke oder freue mich für euch oder für mich auf jeden Fall. Die Challenge, 50.000 Sofakissen für den 24-Stunden-Stream sind zusammengekommen und damit habt ihr es erreicht. Es wird einen 24-Stunden-Stream geben. Wie bereits angekündigt, wird es im Juni oder der Juli der Fall sein, weil ich immer noch ein bisschen wegen Schichtdienst und anderen Verpflichtungen schauen muss. Aber ihr könnt euch schon, wenn ihr wollt, ganz, ganz grob vormerken, es sieht so aus, dass zu 95% es der 6. Juli wird. Dass es am 6. Juli den 24-Stunden-Stream gibt. Und wenn ich ihn starte, dann werde ich ihn auch eher vormittags starten. Also, dass es wirklich der 6. Juli hauptsächlich ist und dann auch in die Nacht vom 7. reingeht. Steht nicht zu 100% fest, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ja. Oh, Copradora, du hast gerade einen Super-Zoom gemacht. Kam der an? War der zu sehen? Alles klar. Dann, bevor wir das aufbauen, reparieren wir ganz kurz live on stream. Da müsste ich eigentlich nur, das geht ganz schnell. Wir gehen einmal kurz nochmal zurück. Das ist immer die Gefahr, wenn man neue Overlays erstellt, dass man vergisst, irgendwas mitzunehmen. So, und wahrscheinlich bekommt ihr jetzt gleich
einen viel größeren Super-Zoom, als ich meine. Hi Kitty, yay, hi Captain Awkward. Kitty, yay, mit Gästen, was meinst du? Was meinst du mit Gästen? No Man's Sky heute Abend spielen wir zu viert auf jeden Fall. Ja, da ist der Super-Zoom. Wir packen ihn noch an die richtige Stelle. Ihr bekommt gleich auch eure Sofakissen. Oh Gottes Willen. Ihr bekommt auch gleich eure Sofakissen wieder, die ihr dafür eingesetzt habt. Na, der Stream. Ja, ja, der Stream heute ist, wenn du so willst, mit Gästen. Also heute No Man's Sky ab, so ich sag mal 18, 19, 20 Uhr, spielen wir zu viert. Olli und ich legen vielleicht früher nachher schon los. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange wir nachher in der Rimworld hängen und wie es bei Olli aussieht, aber ne, Captain Awkward? Ja, Captain Awkward. Captain Awkward. Ich freue mich schon. Aber die Aufregung, die Gespanntheit übersteigt die Vorfreude, sage ich mal. Ach, der 24-Stunden-Stream. Mal schauen, da steht noch nicht mal im Entferntesten das Programm. Schauen wir mal, was es da, ob es da an Gäste gibt, ob es da Special Acts gibt vielleicht. Gibt es auch, weiß ich nicht, wenn es irgendwelche Gaming-Shows gibt, gibt es ja auch mal ein paar, der draußen stattfindet. Lassen wir uns überraschen. Ist noch nicht ganz so. Ja, Kuse muss man aufpassen, dass man den richtig schreibt, sonst wird es leicht unangenehm. Ja. Wir fangen früher an. Ich bin bereit. Ja, Captain Awkward, ich bin auch noch nicht bereit. Und RimWorld steht heute pflichtmäßig noch auf der Liste. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da nicht vorher noch reinschauen. Freut mich auf jeden Fall, dass du rausgefunden hast, wie du den Stream benennen kannst. Das ist schon stark. So, wollen wir mal loslegen. Wie gesagt, wenn ihr mich gar nicht mehr hört oder versteht, dann ruft. Aber ich stelle die Empfindlichkeit jetzt ein bisschen höher, dass der mich auch besser hört von Weitem. 1, 2, 1, 2. Ja, ist nicht im Roten. Das sollte gehen. So. Sei doch ruhig. So ein altes, ranziges Sofa irgendwo und von da den Stream. Das klingt auch nach einer perfekten Idee für einen Seriensofa-Stream. Da schön auf dem Sofa. Ich glaube, da hatte der Kuse ja auch schon schöne Ideen. Aber was den 24-Stunden-Stream angeht, ich freue mich so über diesen Stuhl. Ich glaube, da werde ich nicht vom Sofa streamen. Da werde ich schön eins mit diesem Stuhl werden, hoffe ich. Wenn wir mal gucken, wenn er steht, ob er steht, wie er steht. Schauen wir mal rein. So mitten in Berlin oder in der U-Bahn. Ja, klingt total danach, als wenn das was für mich wäre. So gar nicht. Bin auf die Farbe gespannt. Cobradora, da kann ich gleich so ein bisschen die Erwartungshaltung nehmen, was die Farbe angeht. Ich habe, also ihr könnt ja mal raten, man hat bei den Stühlen die Wahl zwischen, ich meine, was war da so dabei? Blau, grün, pink, gelb, rot, orange, grau, weiß. So, der Stuhl an sich ist schwarz, Mischung aus Kunstleder und Kunststoff und dann halt so diese Fragmente, diese Aspekte farblich. Achso, und ich möchte noch erwähnen, das ist keine Werbung, das ist kein Product Placement oder so. Ich habe mir diesen Stuhl bestellt und baue ihn einfach aus Spaß im Stream auf. Alle Farben aufgezählt, die er kennt. Nein, dann wäre noch Lachsfarben dabei gewesen, Captain Awkward. Schwarz, blau, grau. Okay, Cobradora zählt jetzt auch einmal alle Farben auf, die sie kennt. Challenge accepted. Und ich weiß, dass ich nicht der Begabteste bin, was Aufbau angeht. Meine einzige Angst ist, oder was ich hoffe, dass ich mich nicht verletze. Dass ich nicht mich irgendwie dumm verletze im Stream und dann anfange zu weinen. Das ist die einzige Angst, die ich habe. Wenn das irgendwie schief geht, wenn das nicht so gut läuft, das ist mir egal. Aber ich will nicht on-cam weinen, weil ich mir weh tue. So, wir schauen mal. Geht das mit dem Ton eigentlich alles? Bisschen lustig? Ja, das ist das Schlimme, dass das jeder lustig finden würde. Davor habe ich ein bisschen Angst. Sieht man da eigentlich was? Ich muss noch ein bisschen mit der Cam klarkommen. Weißt du was, wir verschieben die noch ein Stück. So. Das wäre unangenehm, dann komme ich und kümmere mich um dich. Aber bis du da bist, dann habe ich ja hier 2,5 Stunden geweint. Das ist ja auch nicht lustig.
Den Chat vielleicht nach oben rechts, Cobradora, das ist eine gute Idee. Dann habe ich auch mehr Platz. Jetzt wird es sich rächen, dass ich von die Box unsauber zusammengepackt habe. Aber ich hoffe, ihr werdet mir das nachsehen. Denn da bleibt die Linie hängen. Ist aber egal, wir brauchen oben keinen Rahmen. Wir lassen den einfach rauslaufen und blenden die Linie aus. Und dann geht es aber auch wirklich los. So besser? Tagsüber Twitch, nachts Onlyfans oder wieso das Bett? Du warst noch nicht oft in den Streams hier, Captain Awkward, oder? Warum nachts Onlyfans? Das Bett, das wird hier oft im Stream genutzt. So. Das ist auf jeden Fall mein erster Twitch-Stream, den ich auf Knien mache. Voll groß. Da kann ich mich reinlegen. Gleich noch so einen Whirlpool aufbauen. Der steht im anderen Zimmer. Oh, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie ich das jetzt mache. Ne? Also das wird on the fly. Geiles Material. Keine Werbung. Aber Captain Awkward, ich weiß ja nicht, was du für eine krasse Villa hast. Das mit dem Bett liegt tatsächlich einfach daran, dass ich kein separates Streamingzimmer habe. Ich weiß, das wird dich jetzt schockieren. Aber dafür wird das Schlafzimmer einfach ein bisschen zweckentfremdet. So, also der Autositz ist schon da, ne? Also grau ist es geworden, richtig, Cobradora? Die Farben sind grau. Villa, zwei Zimmer, 50 Quadratmeter, richtig minimal. Und hast du auch ein Bett? Der Fußkick immer. Kick ich da immer gegen? Das merke ich gar nicht. Aber Cobradora, was den Fußkick noch toppt, ist dann, wenn ich es mit dem Fuß aufhebe. Weil bevor ich mich bücke, hebe ich die Sachen mit dem Fuß auf. Oh, jetzt muss ich erst mal gucken hier. Ist doch alles schwer, ne? So ein Stuhl ist ja gar nicht so leicht. Ich hätte schon auspacken sollen vorher. Rollen. Zieht er sich auch den dicksten Pullover an, den er hat vorher. Auch total intelligent. Als jemand, der schnell in Schwitzen kommt. Super schlau. So. Ach, die Armlehnen sind da schon fest dran. Sehr schön, die Armlehnen müssen nicht angebaut werden. Die sind schon verarbeitet. Ah, Cam geht nicht tiefer. Oh, da wird der Kuse ja neidisch später. Ja, aber Bett ist wie Tokyo Drift. Das stimmt. Wechseljahre? Nee, sportliche Betätigung. Ja, das hier ist Sport. Oh. Ach, das ist ja so. Alles klar. Ja. Ja. Es wird. Wie ist denn das gedacht, das auszunehmen, ohne alles kaputt zu machen? So. Ich glaube, der ist richtig gemütlich. Weil die Hauptteil, wo der Po drauf sitzt und der Rücken von der Mitte sich anlehnt, ist so aus Stoff und der Rest aus Leder. Und das finde ich schon mal mega geil, dass quasi da, wo man sich direkt draufsetzt, dass es nicht auch Leder ist. So, dann bleibt nur noch der Standfuß, dann habe ich das Paket endlich ausgepackt. Ohne Leder geht auch Gaming Hocker. Ja, mega gemütlich.
Ich bin auch der Typ, der ja nicht länger als 10 Minuten auf dem Stuhl sitzen kann, ohne sich anzulehnen. Ich finde das mega unbequem. Erste schicke Teil. Das ist das Teil, was man am Ende am wenigsten Beachtung schenkt, wenn ein Stuhl steht. Deswegen wollen wir es nochmal kurz betrachten, wertschätzen. Ist schick. So, ich bringe einmal schnell den Karton hier nur aus dem Zimmer raus, damit wir Platz haben. Schön ins Kinderzimmer gestellt, den Karton. Aber nice, dass die Armlehnen schon dran sind. Bei Autofolie muss man die selbst anbringen und das war mega ätzend. Da bin ich auch mega erleichtert, weil ich weiß genau, wenn ich es anbringe und dann zieht die Schraube nicht richtig, gebe ich irgendwann auf. Und dann hat die Armlehne die ganze Zeit so Spiel oder so. Richtiger Krösus hat sogar zwei Türen in seiner Wohnung. Wenn du wüsstest, wie viele Türen da noch hinter versteckt sind. Ich habe schon manchmal länger nicht mehr rausgefunden aus der Wohnung. Das ist auch wieder ein Fluch. Karton größer als Mensch. So, und jetzt muss ich Louis um den Karton. Ja, der steht hier nicht mehr im Zimmer. Jetzt ist weg damit, ne? So. Oh, ich habe ja gar keinen Stuhl mehr hier, um mich hinzusetzen. Ich gucke jetzt einmal in die Anleitung. Und das Geile ist, ich sehe gerade, ich gucke gerade so irritiert, weil bei der Anleitung sind die ersten 10 Schritte einfach nur den Stuhl auszupacken. Wie man den Stuhl auspackt. Ich bin nicht zu Hause, daher nö. Ach, der Karton, der wartet. Der hat es nicht eilig. Das ist einfach erstmal die ersten Schritte, wie man den Karton auszupacken hat. Mega komisch. Ja, wahrscheinlich muss man hier wirklich nur stecken. Das ist ja richtig geil. Und ich dachte schon, oh Mist, ich habe vergessen, mir Schraubenzieher bereitzulegen. Was gut ist, weil der Werkzeugkoffer würde jetzt wieder wochenlang dann unten im Weg stehen. Ja. Na gut, das wird der geilste Aufbaustream aller Zeiten. Steck, fertig. Trotzdem finde ich es... Guckt euch mal Schritt 11, 12 an. Wo ist es? Da. Die bauen das irgendwie im Karton auf. Das heißt, ich habe jetzt schon verkackt, weil der Karton ist schon zerknüllt und ich habe schon alles ausgepackt. Deswegen war das Ding da so komisch reingesteckt, dass man das so schwer rausgekriegt hat, weil das dann quasi da so ein bisschen halt hat und reingesteckt werden kann. Okay, wir haben Schwierigkeitsstufe 2 gewählt. Du musst schrauben. Meinst du? Was muss ich jetzt machen? Ich brauche jetzt... Als erstes kommen die Rollen tatsächlich ran. Naja, dann legen wir mit den Rollen los. Ich mache mir mal den Chat ein bisschen größer, dass ich den mit meinen kleinen Augen da unten auch lesen kann. So, jetzt sind... Wow. Das muss ich nachher screenshotten. Das ist jetzt wie bei den alten Leuten. Ich habe jetzt auf meinem iPad, passen jetzt vom Chat 5 Nachrichten übereinander. So groß ist der. Wahrscheinlich kann ich trotzdem nicht lesen. Doch, du kleiner Primat. Bodenschutz, gib mal die Rollen ans Gestell. Ich sehe, Kitty Yay ist Stuhlexpertin. Machst du das beruflich? Aber Bodenschutz habe ich nicht, aber das sind Spezialrollen, laut Hersteller, die auf jedem Boden sein können und dem Boden quasi keinen Schaden zufügen und selber keinen Schaden nehmen. Also ich lege mir hier auch keinen Bodenschutz hin. Also irgendwo muss man ja auch das Boomer sein und so ein bisschen bremsen bei sich selber. Und ich glaube, Filzgleiter ja, Bodenschutz nein, sage ich immer. Die jeden Boden zerkratzen. Ach, schauen wir mal. Jetzt ist es die Frage, jetzt kriege ich diese Dinger nämlich nicht rein. Jetzt wird's nämlich peinlich.
Oh, erstmal okay in Position. Ah, schön, dass das Mikro mich ein bisschen verdeckt. Finde ich sehr gut. Ach, das ist ja ganz leicht. Das ist ja mega einfach. Wahrscheinlich rastet keine einzige Rolle ein. Hartbohnenrollen oder für den Teppich geeignet. Welche Rollen jetzt, meine oder was? Recherchierst du gerade nebenbei? Oh. Okay, den versuchen wir gleich nochmal, der ist ein bisschen schwierig. So, und der eine, der wollte nicht. Jetzt, nice. Rollt richtig gut sich. Ach, Captain Orgott, schön, dass du da bist. Positive Einstellung bitte. Ah, okay, ist auch für mein Gewicht entsprechend. Sehr gut. Das nochmal auch nochmal schnell gecheckt. Was haben wir hier? Ah, es gibt insgesamt 4 Schrauben und die haben aber alle einen Imbus. Da fehlt das Gewicht so nämlich. Und das Gewicht kriegt der Stuhl aber nachher, das kann ich euch garantieren. Jetzt wird es schon unten rangesteckt. Krass, dann machen wir das mal am Bett. Ein Steckstuhl und lala. Die Armlehnen sind nice. Die sind nämlich gepolstert. Die sehen so nach Plastik aus, aber ist kein Plastik. Geilomat. Aber da muss doch noch das Teil dazwischen, oder? Kommt es dann nach? Nee, genau. Ah ja, das hätte ich fast vergessen. Wow, das wäre fast schief gegangen. Na, Bodenschutz war auf den Karton gemünzt. Ach so, ja, das stimmt. Ja, verstehe, was du meinst. Das ist ja bei den IKEA-Möbeln auch immer so. Da wird ja auch immer gezeigt in der Anleitung auf der ersten Seite, dass man die Schränke und so auf dem Karton aufbauen soll und nicht direkt auf dem Boden. Aber das finde ich immer am verwirrendsten, ne? Das ist Physik, da steige ich aus. Achso, wahrscheinlich ist das hier zum Schrauben. Ja, dann muss das von unten gehen. Sollte ganz simpel sein. Sollte. Nee, das macht gar keinen Sinn. Mist. Oder? Nee. Verzweifle ich an dem Teil hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach weg, ne? Ah ja, ganz simpel. Ja, stimmt. Die müssen ja einfach nur rauf. In der Regel wird das nur reingesteckt, doch alles richtig. Ach, danke, wenn ich euch nicht hätte. Das gibt einem so ein bisschen in Sicherheit, dass man das hier gerade nicht komplett falsch gemacht hat. So, das ist drin und jetzt wird es in den Stuhl gesteckt. Jo. Ja. Mal gucken, ob das einrastet, ob es ein Geräusch macht oder so. Nö. Hey, aber woher weiß ich denn, ob das jetzt richtig drin ist? Komisch. Dass sich hier alle so mit dem Stuhlaufbau auskennen. Wir sind sowieso Fußballfans, beim Zugucken alles besser wissen. Das ist nicht fest und nichts, das steckt da einfach nur. Ja, das macht einen immer nur so ein bisschen unsicher. Ich mag es, wenn man so ein Einrastgeräusch hört, dann hat man das Gefühl, man hat es richtig gemacht. Ja, sehr schön. Guck dir doch den nächsten Schritt nächstes Mal davor an. Ich muss den jetzt wieder hochlegen, um die Rückenlehne anzubringen. Bin mal kurz weg.
Ach, clever. Zum Glück haben wir hier eine Tagesdecke drauf. Sonst könnte ich mir ja was anhören. Ist aber auch schwer. Wie ich. Nur mal ganz kurz. Da war in der Anleitung noch was rangezoomt. Wo ist das Werkzeug? Hole ich gleich, wenn ich es brauche. Ach so, das brauche ich jetzt. Oh, diese Zeichnung hier unten. Mega schwer. Ich glaube, es darf nicht aufgeklappt sein, ja. Ach nee, ich brauche kein Werkzeug, weil da ist ein Imbus dabei. Das sieht, glaube ich, aus. Es soll nicht aufgeklappt sein, sondern zu. Okay. Das war's? Und dann reinschrauben? Ach du Scheiße! Jetzt weiß ich, warum es gut gewesen wäre, das im Karton zu machen, weil man eine Ablage hat. Oha! Ja, also das kommt jetzt auf jeden Fall da ran und das muss ich aber direkt bereit haben, weil das hat keinen Halt. Wo kommen denn diese Unterlegscheiben hin? Wahrscheinlich da drunter? wo ist das Bild da? Ach, und Captain Awkward, die Rollen, die haben so einen Schutz drauf. Die rollen nachher noch besser. Nee, aber diese Dinger hier, die sind nicht für die Schrauben. Das ist was anderes. Den braunen Tisch als Stütze. Gute Idee, hatte ich gerade auch schon im Hinterkopf. Werde ich gleich mal gucken. Ich will nur einmal gucken, ob ich es richtig mit den Schrauben verstanden habe. Nicht, dass ich da jetzt irgendeinen Mist mache, aber... Wofür sind die Unterlegscheiben? Es sind auch 5. Oder sind die für die Rollen? Nee. Okay. Wird schon. Ach. Ich habe herausgefunden, wofür die Unterlegscheiben sind. Kleine Quizfrage in den Chat. Wir haben 4 Schrauben, haben 5 Unterlegscheiben, also ist es nicht für die Schrauben. Wovon haben wir denn 5 Sachen? Während ihr eure Tipps in den Chat haut, ziehe ich mir den Pullover aus. Stark. Captain Awkward und Cobra Dora, 500 Punkte für die Rollen. Das kommt nämlich dazwischen, wenn man die Rollen ranmacht. Nice, ne? Oh, zum Glück gehen die leicht ab. Jetzt einmal noch mit der richtigen Seite, weil die haben so eine kleine Ausstanzung. Ich glaube so. Ja, nur so macht Sinn. So, dann werde ich das mal schnell beheben. Wann habt ihr das letzte Mal einen Schreibtischstuhl aufgebaut? Bei mir muss das echt lange her sein, weil der letzte, den Stuhl, den ich jetzt habe, den habe ich bei IKEA in der Fundgrube gekauft, da war der also schon aufgebaut. Oh Mann, jetzt krieg ich nicht mehr ran. Ich glaube, der letzte Schreibtischstuhl war der für meine Tochter vor 3 Jahren, der neue Stuhl. Ja, der war leicht. Der hat auch nicht so viel gewogen. Oh, gut, probiert gleich nochmal. Sitzt erstmal.
Sehr gut. Ist der erste Ganzkörperstream, oder, alter Cobradora, ne? Ja, die Antwort ist ja. Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst. Ja, das Ding ist wieder raus. Okay, was rastet nicht ein? Komisch. Mann, das Ding hat hier vorhin schon geklemmt. Die eine Rolle will nicht rein. Wirklich? Du siehst gut aus. Vielen Dank. Und danke für die Bits. Oh, jetzt krieg ich auch nicht mehr raus, nicht rein. Es geht in keine Richtung mehr. Kennt ihr das? Oh, mir wird warm. Mann, das ging auch so gut. So, jetzt ist es nochmal raus. Jetzt aber nochmal. Ach, scheiße. Wieso klemmt denn das eine Rad? Und es war ja schon mal drin vor allem. Stream-Kategorie Just Sharing. Stark, Kose, stark. Oh, das nervt mich ja gerade. Und jetzt wird es auch noch warm. Es ist krass, ne? Als ich den Stream angefangen habe, waren draußen irgendwie 15 Grad. Und kaum fange ich an, hier einen Stuhl zu bauen, sind plötzlich 30 Grad. Ganz, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ganz komisch. So, warum klemmst du, kleine Schweinebacke? Ist doch genauso wie bei allen anderen. Diese Rolle taufe ich Captain Awkward. Okay, und schon ging sie rein. Okay, was das jetzt als Zeichen bedeutet, weiß ich nicht. Aber schön. So, und jetzt können wir wieder den Schritt genau mit dem Reinstecken. Ja, der Schritt mit dem Reinstecken. Wir kennen das. Mal kurz hinstellen, dass es wirklich fest ist. Sehr gut. Sehr gut, lob dich mal hier noch selbst. Das ist hinten, ne? Ja. Das Gute ist, ich muss halt nicht mehr ins Fitnessstudio, was ich ja auch definitiv sonst vorgehabt hätte. Ich bin auch richtig froh, dass dieses, wie nennt man denn das, die Hydraulik, dieses Rohrwasser drin ist, dass das nicht so leicht ölig ist und wenn das eventuell rausfällt, auf der Tagesdecke so einen kleinen schwarzen Fleck hinterlässt, wo ich mir jetzt Sorgen machen muss. Da bin ich sehr froh, dass das nicht der Fall ist. Nicht der Fall. So, ich nehme schon mal die Schrauben mit. Ich habe es ja fast geschafft. Eigentlich ist es ja nur noch der eine Schritt und schon lässt er die Schraube fallen. Ja. Das geht so lang. Oh, hier wäre jetzt in zweiter Hand gut. So Leute, dann baue ich mir jetzt. Ich nehme den Vorschlag von Louis Clouet an. Neben diesem wunderschönen Tisch auch ein absolutes Einzelstück, was übrigens kein Scherz ist. Den werde ich jetzt als Stütze nehmen. Und alle denken sich im Chat so, ja, Einzelstück. Aber auch nicht schön. Davon muss es auch nicht mehr als einen geben. Ich mag den. So.
Bevor ich jetzt eine halbe Stunde beschäftigt bin, nochmal in den Chat gucken. Nichts passiert. Alles klar, es geht los. Ja. Hallo. So, das war's ja schon. Krass. Also vom Reinstecken her. Sehr gut. Ja, ist gut. Die Öffnung sehen, ist gerade das Problem, dass man so schlecht was sieht. Ah ja. Ah, okay. Was gibt's zu feiern, Louis, Chloe? Wir wollen alle lachen. Was ist hier so lustig? Und wem schreibt es immer nur du in den Chat? Falls ihr Bock auf ein ASMR hättet, ich könnte gleich danach einen Schweratmer-ASMR machen, wenn da Interesse besteht. Na komm schon. Ja. Nice. Schnell die anderen Beine, dass ich. Ah, Mist, 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 Mist. Ja, sehr gut getroffen. Und die letzte und dann festziehen. Bitte passt direkt. Ja, stark. Ja. Wie er sich freut darüber. Oh, die Schrift ist so groß, kann ich von hier leider trotzdem nicht lesen. Von hier gehen nur Emotes, muss ich gleich gucken. So, letzte Schraube. Ich würde sagen, Konstruktion habe ich jetzt von 2 auf 3 verbessert mit dem kleinen Bau, oder? Oh, ich schreie ganz schön. Da sind gerade Leute vorbeigelaufen, die hier direkt Richtung Fenster geguckt haben, weil das Fenster angekippt ist. Na, Wind. Alles festziehen, weil der Stuhl hatte nachher auch ordentlich zu tragen. So, ist drin. Heavy pressing. Einfach, dass du dir den Tisch nimmst. Das war doch dein Vorschlag, aber wirklich, das war Louis Clouis Vorschlag. Dass er es auch wirklich macht, das war ein guter Vorschlag. So, Leute, das war gar nicht anstrengend. Zumindest nicht für trainierte Menschen. So, und jetzt soll da anscheinend noch so ein Schutz drauf sein auf den Rollen. Nö. Verstehe ich nicht. Da ist kein Schutz mehr drauf. Guck mal, hier als letzten Schritt zeigt er hier unten quasi an, da fängt es an, ey, dieses Graue. Zieh das so runter. Achso, umgekehrt, ne? Da. Das Ding ist, diesen kleinen grauen Weg, der von oben nach unten geht, diese Linie, diese Strecke, die haben meine Räder gar nicht. Die haben nur
die graue Umrandung, also nur den grauen Kreis drumherum. Das heißt, da sind gar keine Laschen zum Ziehen. Das sieht für mich auch nicht so aus, dass man die abmacht. Nee. So, wer hebt mir den Stuhl jetzt runter? Oh, ich habe so Angst, dass ich mich da raussetze und es hält nicht, ne, weil ich es irgendwie jetzt blöd gemacht habe. Oh, Gottes Willen. Der ist ja richtig schwer. Jetzt weiß ich auch, warum der mich aushält. Weil er so viel wiegen wird wie ich. Nice. Da ist er. Finde ich auch, Cucuadora. Ich bin richtig. Jetzt nochmal so ein echt. Ich hoffe, der ist auch gleich bequem. Es steht und fällt mit den Teilen, die ein bisschen zu eng sitzen könnten, aber ich glaube, das sollte passen. So, ich gehe mir einmal Hände waschen und dann wird direkt Probesitzen gemacht. Nicht weinen? Hast du es ja geschafft? Ich weine doch gar nicht. Habt ihr den Eindruck, ich weine? Macht ihr euch Sorgen um mich? Ich weine nicht, alles gut. Sagst du gleich nochmal, was für ein Modell das ist und wie viel Markt der kam? Oh, wie viel der gekostet hat, kann ich dir privat schicken oder so. Das muss ja jetzt nicht sein. Ist Backforce, ist der normale, Backforce One. Es gibt noch Backforce Plus, der noch gepolsterte Armlehnen hat. Also die hier sind auch schon so ein bisschen... Ich wollte jetzt gerade dichter ans Mikro halten, um zu zeigen, dass die... weich sind, aber da kann man reindrücken. Das ist so ganz hartes Gummi, Polster, Schaumpolster, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kein Plastik. Und bei dem anderen haben die nochmal so eine dicke Stoffschicht irgendwie drauf. Fand ich für mich Quatsch, brauche ich nicht. Und ich weiß gar nicht, was der andere noch kann. Ja. Ansonsten, was der alles so kann, das finden wir jetzt raus. Erstmal gucken wir, ob er hält, ob ich jetzt irgendeinen Scheiß gemacht habe. Ich hab richtig Angst, ich mich hinsetze und einem jetzt da hinten überfallen, denn hier liege auf dem Boden, ne? Dann möchte ich mich jetzt schon verabschieden, dann ist der Stream schneller aus, als ihr gucken könnt. Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich viel zu lange auf dem Boden liege und zu lange brauche, bis ich den beende. Oh, ist der gemütlich. Oh, und das Mikro könnte besser nicht platziert sein. Sehr vorteilhaft. Ah, sehr gut. Mir ist so warm, die Brille beschlägt. Okay, was der alles so kann, fragt Cuprador. Ich will hier gar nicht, wollte jetzt gar nicht den Stuhl so bewerben. Haltung annehmen. Also das ist ja, auf diesem Stuhl sitzt man ja quasi, also das ist für mich, ich sitze gerade, ne? Also, ich überlege, sonst wenn ich hier Rimworld spiele, dann sitze, obwohl, ja, das ist auch geil. Ey, wenn ich mich jetzt nach hinten lehnen will, ich nehme weiterhin Haltung an, ne? Also nicht, dass das hier nicht, dass das ignoriert wird. Dann rutsche ich sonst immer im Stuhl nach unten, ne, und fläht's mich so hin. Aber hier... Hallihallo, Hallöchen! So weit geht der hinten. Alter! Ich sag mal so, ins Wohnzimmer auf die Couch muss ich nicht mehr. Richtig geil. Und man kann den halt, ne, man kann einstellen, bei, das muss ich gleich noch machen, bei wie viel Druck der quasi, ich nehme weiterhin Haltung an, bei wie viel Druck der quasi hinten nachgibt.
Jetzt gerade wäre mir, glaube ich, oh, das geht fast. Ich würde es noch ein bisschen härter machen, weil ich bin jemand, der sich gerne hart dagegen lehnt. Also auch mit, ne? Also ich will einen Widerstand haben. Mich fest dagegen lehnen als nötig quasi. Und dann würde es mich jetzt stören, dass er immer so leicht nach hinten geht. Man kann es ganz feststellen, dass er sich gar nicht nach hinten lehnt. Danke, Louis, Louis. Genau. Und man kann es halt noch lockerer machen. Jetzt mal einmal gucken wegen der Höhe und so. Gucken, was der. Ach so, und der hat noch ein Special. Das unnötigste Special, was ein Stuhl haben kann, aber es ist halt irgendwie geil. Das zeige ich euch ganz, ganz am Ende. Erinnert mich gern, sonst vergesse ich's, wenn ich hier wirklich sitze. Und nun noch der Fußhocker. Ein Fußhocker, ey, das kommt auch irgendwann noch. Ich überlege, wie ich auf Arbeit da immer sitze und fleze und was ein Fußhocker denn doch ausmacht. Ist schon nice. Auf jeden Fall, das Special ist noch hier drin. Es gibt noch ein kleines Special. Das zeige ich euch dann gleich noch. Hier passt erstmal soweit alles, ne? Ich mach die Tür wieder zu. So. Dann einmal hier mal kurz unten gucken. Achso, hier die Armlehnen, ne? Wollte ich gerade vorführen. Einfach drücken, ganz leicht. Kriege ich aber gerade nicht hin. Okay. Ich hasse diese Spannung. Nee, zeige ich nicht. Ach, die waren schon ganz oben. Wow. Sehr schlau. Okay, einfach drücken. Sind jetzt ganz oben, ja, ne? Okay, nice. Ach, und das ist ja geil. Aufpassen, dass ich hier richtig angezogen bin. Die Armlehnen. Muss einmal gucken, wie ich sitze. Ne? Hoch, runter. Und jetzt ist aber nice, wenn ich hier rauf drücke, kann ich sie nach hinten wegklappen. Das finde ich cool, wenn man zum Beispiel auch richtig dicht an den Tisch ran will oder so. Oder zur Seite aufstehen. Aber das finde ich, dass es zumindest die Option gibt. Finde ich ziemlich cool. Hier, Stuhl ohne Armlehnen. Aber wir nehmen die Armlehnen erstmal, wir nehmen erstmal mit Armlehnen. So. Okay. Und jetzt wollte ich auch noch gucken hier mit, was gibt es dann noch? Hier ist noch ein Rad, ist da noch ein Zeichen drauf? Ah, Schloss und nicht Schloss. Ah, hier raste ich bestimmt die Rückenlehne ein. Das gucken wir uns gleich mal an. Und hier die Sensibilität. Ah ja, das machen wir mal direkt. Und auf die höchste Stufe einmal. Oh, das ist nice. Finde ich auch. Und deswegen die Plus-Variante hätte es da jetzt echt nicht mehr geben müssen. Die hätte, glaube ich, nochmal 100 € mehr gekostet oder so. Der war schon teuer genug. Der ist schon nice. So, jetzt gucken wir mal. Wow, jetzt falle ich fast nach hinten. Okay, das ist die leichteste. Da geht er sofort weg. Das finde ich doof. Ja, das ist die schwerste. Ja, die ist zu schwer. Schaut dem Gaming-Sofa zu, wie es jetzt eine halbe Stunde lang seinen Stuhl justiert. Ja, besser. So, jetzt geht er, das finde ich okay. Weil so bleibt er dann auch. Und wenn ich jetzt hier drehe, jetzt dürfte er gar nicht mehr nach hinten gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und kann ich den auch einrasten lassen in der Position, wo er ist? Ja, ein Traum. So. Rimmelt, Leute. Und jetzt habe ich das Problem. Oh, ich mache mal hier die Sensibilität wieder runter. So, dass ich nicht übersteuere. Jetzt habe ich das Problem, ich will spielen und will so richtig mich unter den Schreibtisch lümmeln und ich komme nicht drunter, da sind ja Armlehnen. Mist, Vorfeld. So. So. So, da ist er. Hallo. Ich bin ganz dicht am Tisch. Zum Glück ist die Kamera nicht so, dass man den Tisch sieht. Nice. Und das ist die höchste Stufe. Gucken wir uns noch einmal die niedrigste Stufe an und ich glaube, dann habt ihr auch alles zum Stuhl gesehen, was spannend ist. Finde ich gut. Jetzt bist du ziemlich leise. Okay, dann mache ich nochmal wieder ein bisschen höher. So, ich mache das mal so. Sagt ruhig, wenn es irgendwie in eine Richtung doof ist. Ja, aber cool. Gibt es noch irgendwelche Stuhlfragen? Sonst würde ich.
das mit dem Stuhl beenden. Du warst uns, ja, es kann sein, mit Empfindlichkeit. Wir müssen gleich nochmal gucken, wenn wir dann gleich Stream zocken und so. Jetzt hört man die Vögel voll laut. Oh, das ist doch schön. Immerhin habe ich hier Vogel. Ich habe hier Vogel in der Berliner Wohnung. So, das ging ja schneller als gedacht, oder? Oder auf der anderen Seite? Gar keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ich kann euch mal wieder ein bisschen kleiner machen. Ja gut, eine Stunde. Das ist wie bei RimWorld. Da kriegt man auch nicht mit, wenn eine Stunde rumgegangen ist. Findest du nicht schön, Captain Awkward mit den Vögeln? Lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen. Und mit dieser Weisheit, finde ich, hat doch Meister Tut eine sehr schöne Bezeichnung gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mit dir einer Meinung bin, aber ich finde, die Meinung, die du hast, kann man vertreten. Das auf jeden Fall. Danke für den Stream. Ja, das war's für heute. Jetzt muss ich halt nur noch, das Problem ist, ich bin jetzt nicht offscreen, also ich bin jetzt onscreen. Ich bin bei sowas immer so mega penibel, bis ich für mich eine bequeme Position habe. Auch mit Kamerajustierung. Jetzt habe ich hier überall währenddessen rumgespielt. Vielen Dank dafür, Cobradora. Jetzt muss ich erstmal gucken. Oh, das ist mir so unangenehm, ich kann nicht weiterreden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie für mich das perfekt ist. Also ich werde heute wahrscheinlich ganz oft unruhig auf diesem Stuhl hin und her rutschen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, er ist mega bequem. Und was geil ist, wenn man müde ist, kann man den Kopf anlehnen. Oh. Oh, ist das geil. Leute, ich mache mir keine Sorgen mehr we wegen dem 24-Stunden-Stream. Ich hatte ja so was die Sitzausdauer angeht. Es ist chillig. Ich habe die ganze Zeit den, oh Gott, den Kopf angelehnt. Captain Awkward entdeckt Twitch. Seid live dabei. Das sind die sogenannten Kanalpunkte, Captain Awkward. Und hier auf dem Kanal sind das Sofakissen. Und mit denen kannst du ganz, ganz viel machen. Und je länger du zuguckst, desto mehr Kissen bekommst du automatisch. Und wenn es streamt nur noch so. Du kannst ja permanent ballern. Der hält, glaube ich, immer 5 Sekunden an, der Super Zoom. So, letztes Mal die Frage: Gibt es noch irgendwelche Fragen zum Stuhl? Nö, ne? Ich wechsle mal einmal schon mal in die andere Ansicht. Hab nur 140 Punkte, ja, weil du zu selten zuguckst. Und da sehen wir schon, dass die Kamera nicht mehr passt. Das müssen wir jetzt einmal. Aber da hat doch jemand rangezoomt, oder? Ja, Louis Chloe. Ich wollte gerade sagen: Hä? Ich bin ja so groß. Genau, die muss wieder ein Stück rüber. Ich glaube, ungefähr so war sie, ne? Okay, dann müssen wir gleich nochmal gucken. Nee. Ein Stück zurück. Oh, bei sowas bin ich ganz schön. Das muss ganz, ja, super unzufrieden damit, aber das kriegen wir schon hin. Mach mal den Zoom günstiger. Nee, ich will ja, dass du zuguckst, Captain Awkward. Ach, jetzt wollte ich hier schon aufhören. Wir gehen nochmal in die andere Ansicht. So, ich habe euch doch gesagt, es gibt noch ein Special. Hier in dieser Box. Eins der unnötigsten Special, wie ich finde. Aber ich finde, ich bin halt auch ein Opfer, was so unnötige Specials sehr mag. Und zwar, ich drehe mich jetzt mal einmal um. Und dann seht ihr hier oben an der Kopfstütze, da müsste ein Loch, also da müsste eine Vorrichtung sein, wo nichts drin ist am Stuhl. Da seht ihr das? Da ist so ein Kreis. So, und das, was man da reinmacht, das ist hier drin. Logo, ja, so in die Richtung. Man kann sein eigenes Logo dann reinhauen. Ich weiß auch nicht, ob ich das mache, weil das Ding ist halt, das ist auf der Rückseite vom Stuhl. Das heißt, da hat niemand den coolen Effekt on stream oder so, sondern nur, wenn jemand mal reinkommt, während ich hier auf dem Stuhl sitze. Weiß ich auch nicht so richtig, was das soll, aber die Idee ist lustig. Ja, nice. Und zwar ist das das Teil hier. Das ist einfach das, ich glaube, das Markenlogo von Backforce. So. Und da ist eine Batterie drin oder ein Akku. Da ist auch ein USB-Kabel zu, damit kann man das aufladen. Und pass auf, jetzt kommt es mega unnötig, aber ich feiere es ein bisschen. Wenn man raufdrückt, leuchtet es. Wenn man nochmal raufdrückt, ist es noch so gedimmt. So. Und das da drin ist einfach ein Blatt Papier, was man sich. Also man kann das aufdrehen und kann das austauschen.
hatte ich gelesen. Genau, man kann hier die Kappe abnehmen. Mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja nichts zum Austauschen. Und dann kann man sich quasi seinen eigenen Kreis da reinmachen. Sagen, alles klar, Cobradora und Louis Clouis feiern. Also ich bin nicht der Einzige, der sinnloses Zeug mag. Dann könnte ich, klar, das Logo reinmachen oder ich könnte so als Silhouette in schwarz-weiß mein Gesicht ausdrucken und das reinpacken. So, und jetzt packe ich es mal rein und dann mal schauen. Und ich habe schon gelesen, so bei den Bewertungen im Internet, das größte Problem ist eigentlich, dass man nicht vergessen darf, das wieder auszumachen, weil sonst ist es beim Vorführeffekt funktioniert es nicht, weil der Akku leer ist. So, wir gucken mal. Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn es hier vorne irgendwo wäre, dass man da auch was für hätte. Zack, neues Nachtlicht. Das ist eine Idee. Und dann aber die Silhouette von Pennywise, von S, von Stephen King. Mach mal das von das Gaming-Sofa rein. Ja, ich denke auch. Das passt ja auch, dass das rund ist. Das in schwarz-weiß dann. Oh, jetzt scheitere ich hier dran oder was. Oben ist klein, unten ist groß. Ich hab doch keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Open, close. Das heißt, ich mach's so rein. Und ja. Das Problem ist, man hat noch keinen Grip. Ah, jetzt. Ja, ist fest. Aus. Können wir die Folge Gaming-Sofa das nächste Mal im Seriensofa besprechen? Dann müsste ja die Serie abgedreht sein. Aber gerne. Was war dein persönliches goldenes Sofakissen und was fandest du ganz, ganz schlimm, Captain Oakwood? So, das Kabel packe ich mir noch beiseite. Das verliere ich sonst direkt. Und Kitty, ich kann dich beruhigen, es ist heil geblieben. Kein Sprung, nichts kaputt. Ich bin selber überrascht. So, dann hätten wir es jetzt aber, oder? Das Beste war, wie du versuchst, die Form da reinzukriegen. Ja, ich hab mich... Ich weiß nicht, für mich toppt's noch leicht, wie ich die Aufsätze da auf die Rollen machen wollte. Aber, ja. Wenn ihr gerade alle so eifrig hier seid, lasst mir doch einmal ganz kurz, würde ich mich sehr freuen über Feedback. Einfach, ich habe diesen Bildschirm hier vorhin ganz schnell nur ganz simpel zusammengehauen, damit ihr mehr vom Stuhl seht. Eigentlich... Ist ja das die Szene, wo ich, wenn ich groß mit euch rede und gerade nichts anderes mache. Welche gefällt euch besser? Nur mal so vom Gefühl bei euch. Würde mich sehr interessieren. So. Ach verdammt, wie? Du hast gehofft, dass ich das direkt kaputt mache? Übergänge dauern ziemlich lange. Ja, das ist... Für deinen Geschmack ist auch das Intro zu lang. Das ist okay, unsere Geschmäcker sind verschieden, Captain Awkward. Damit kann ich gut leben. So, ich muss noch einmal jetzt hier kurz mich sammeln. Ich mach mal ganz kurz das Licht, was ich sonst so habe, wenn ich hier streame. Dann fragt nicht nach Feedback. Captain Awkward, wieso darf ich nicht nach Feedback fragen? Ich kann doch nach Feedback fragen, aber muss er denn nicht sofort sagen, ja, hast recht. Abgesehen davon, es ging mir um die beiden Szenen. Mit dem langen Chat und mit dem kurzen Chat. Kamera, klar, stelle ich nochmal rum. Nur weil das eine so... Ach, ist auch egal. So, ich gehe den Vorhang zuziehen. Wo sieht das Gewitter aus? Wie ist bei euch das Wetter? Sonnenschein, 30 Grad. Jetzt, wo ich fertig bin mit Aufbauen... Hat sich wieder abgekühlt, komischerweise. Eben schien die ganze Zeit die Sonne hier rein. Wir wohnen in der gleichen Stadt. Echt, Captain Awkward? Das wusste ich gar nicht. Überblende ist gut, sonst kann man die Animation ja gar nicht genießen. So, da kommen diejenigen, die sowas auch zu schätzen wissen. Finde das Overlay gut, wenn du viel vom Raum zeigen willst, wie jetzt beim Aufbau, aber hast Sachen vergessen mit einzustellen. Zum Beispiel Abo-Alert. Was? Nein. Die Alert-Box ist drin.
Hier ist auch kein Abo vermerkt oder so. Habe ich irgendwas verpasst? Also hier bei mir hat sich auch nichts geändert in der Ansicht, was Abo angeht und so. Finde langen Chat schöner auf jeden Fall. Okay, gut zu wissen, weil mir gefällt tatsächlich jetzt diese Übersicht auch sehr gut. Aber dann werde ich einfach mal öfter dazwischen switchen und so. Aber wenn euch die andere besser gefällt, gehe ich jetzt für den restlichen Chat, bis wir anfangen, mal kurz hier rein. Also bei mir kam keiner, als ich subscribe. Was, Louis Clui? Aber hier steht doch nirgendwo, dass du sub. Du hast bestimmt einen Prime-Sub genommen, ne? Vermute ich mal. Warte mal kurz, da gucke ich mal einmal ganz kurz in die Mails, da müsste ich ja zumindest eine Mail bekommen haben, weil in der Mitteilungszentrale von Twitch steht auch nirgendwo was von einem Sub. Hast du eine Benachrichtigung im Chat bekommen, also eine Rückmeldung, dass das erfolgreich war, der Prime Sub? Also erstmal danke, dass du vorhast zu subben oder vielleicht schon gesubbt hast und Twitch das gerade nicht anzeigt. Sagt mir auch, dass ich es vergeben habe. Komisch. Dann zeigt er das bei Prime Subs vielleicht nicht an. Ich habe auch hier leider keine Benachrichtigung per Mail. Nee, kurios. Ja, ich habe jetzt auch das Emote. Okay, dann hat's geklappt. Dann vielleicht ist das eine Sache, dass ich glaube, ich hatte noch nie einen Prime-Sub on-screen. Also wie gesagt, nochmal danke dafür. Vielleicht werden Prime-Subs nicht angezeigt. Das wäre komisch. Weil auf jeden Fall ist die Alert-Box an. Also. Und ich habe es auch hier, wie gesagt, im Aktivitätsfeed nicht. Ganz, ganz komisch. Das werde ich auf jeden Fall nochmal, wenn der Stream vorbei ist, nochmal schauen. So. Ja, das kann gut möglich sein, dass da dann irgendwo gescheitert ist. Auch wenn ich nirgendwo das gesehen habe. Aber gut möglich. Aber das gucke ich mir in Ruhe mal an. Das ist ja jetzt sonst für euch langweilig. So, ich glaube, die Cam kann noch ein bisschen tiefer wieder. So, dass man Turk Turkelton auch sieht. Das geht ja so nicht. Und Captain Awkward, weil du gerade da bist, ne? Ich habe für dich hier einen kleinen Freund. Guck mal, kennst du den? Der hat dich ganz doll lieb, Captain Awkward. Ganz, ganz doll. Und während er an dich denkt, guckt er nach oben in die Ecke und hat einen kleinen Tagtraum. Wie ihr beide über eine Wiese lauft. Mit Blumen. Jetzt geht er wieder. Nur für dich. Ich hasse euch. Wen jetzt? Mich und JD? So. Das ist jetzt so ungewohnt, weil ich hier so viel rumgerückt habe. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich irgendwas jetzt vergesse. Nee, ne? Ich glaube, ist alles klar. Die Cam ist aber immer noch weiter drüben als sonst. Man sieht das Licht nicht. Ja, jetzt sieht man das Licht. Sehr schön. JD sowieso. Oh, ich habe noch nicht die perfekte Position, ne? Aber ich kann euch sagen, der Stuhl ist bequem. Wenn ich hier erstmal die Position gefunden habe. Oh Gott. Doch, das geht, das geht, das geht, das geht. Ich denke nach. Ja, wir müssen einmal kurz, sorry für das viele hin und her, aber da Captain Awkward die Übergänge so mag, kommt hier nur für dich nochmal einer. So, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen, das hat ja doch ziemlich lang gedauert. So, hier kann ich mich die Cam besser einstellen, hier weiß ich nämlich immer, wie mein Bildausschnitt ist. So sitze ich ja auf jeden Fall ungefähr. Guck eh nicht mehr zu, hat dich JD rausgeekelt. Das dauert ein paar Tage, das ist gar nicht so an der Realität vorbei. Ist das geil. Ich lehne meinen Kopf an. Es kann noch fast. Da ich mich jetzt hier nicht mehr so runterrutsche, sondern eher wirklich aufrecht sitze, aber angelehnt, kann der noch wieder ein Stück hoch. Das sind ja ganz neue Dimensionen, die wir hier erreichen. So. Ja, so finde ich es erstmal gut. So probieren wir es. Lalalala, wir gehen nochmal kurz zurück. Und dann haben wir gleich das Chaos hier auch gleich ein Ende. Ich würde sagen, wir gehen nämlich dann jetzt in die kleine Rimworld.
Das erste Mal von diesem mega coolen Stuhl. Der Regen schon weg, hier hat es noch gar nicht geregnet. Der Himmel sieht nur so mega dunkel plötzlich aus, so nach Gewitterregen. Bisher ist hier noch nichts. Der ist aus, ihr hört mich, PC ist auch an. Ja, passt. RimWorld. Guten Meister Tut. Wassermarsch, das ist eine richtig gute Idee, Kitty. Hier. Das ist wirklich gut. Ach, im Spiel der Regen. Ach so. Ja, der ist weg, Meister Tut. Der Psychic Rain und der vulkanische Winter. Relativ zum Ende, letztes Mal beim Stream, aber jetzt Wassermarsch.